Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema, warum ich kein Fernsehen gucke. Viele von euch wissen, dass ich kein Fernsehen schaue und es gibt ganz bestimmte Gründe, warum ich kein Fernsehen mehr schaue. Und zwar schon seit vielen Jahren. Ich habe damals, als ich noch, das war vor der Zeit, bevor ich getanzt habe, habe ich natürlich hin und wieder Fernsehen geschaut. Ich kam mittags nach Hause, aber da lief dann auch noch sowas wie Dragon Ball und so. Und Pokémon, die ganzen Anime-Sachen, und die habe ich mir reingezogen. Aber dann wurde das Tanzen immer mehr und mehr und ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken. Und dann habe ich irgendwann ganz bewusst aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ein ganz kleines Beispiel aus meinem Leben. Hin und wieder, wenn ich bei meinen Eltern bin, schauen die Nachrichten. Und wenn ihr Nachrichten schaut, ich spüre richtig, ich schaue mir das nicht mal so hundertprozentig bewusst an, aber ich spüre richtig, wie negativ ich einfach werde, wie meine Energie sich verändert. Und das hat mich inspiriert, dieses Video zu machen. Okay, Punkt Nummer 1, warum ich keine Nachrichten schaue, ist ganz einfach, wenn du Fernsehen schaust oder Nachrichten guckst dann lässt du jemand anderen entscheiden, worüber du gerade nachdenkst. Und ich möchte selber entscheiden, worauf ich mich gerade fokussiere und worüber ich nachdenke. Und deswegen nehme ich mir einfach diesen Freiraum und lasse das gar nicht zu. Punkt Nummer 2. Und zwar das meiste in den Nachrichten. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber das meiste in den Nachrichten ist einfach wirklich negativ. Das heißt, du machst den Fernseher an, dann ist da Krieg, da ist wieder jemand erschossen worden, da ist jemand ausgeraubt worden, dann ist das mit Ausländern und hier und da und dann die Amis machen wieder jenes und dann ist da Waldbrand jetzt im Sommer und einfach so viel Scheiße und es ist nur negativ. Alles. Dann kommt mal kurz eine positive Nachricht zum Beispiel über irgendeinen Künstler, der irgendwie tolle Musik macht oder so und dann am Ende dieser Botschaft ist so, ja, der ist aber jetzt gestorben. Ja, also was einfach auffällt ist, der Großteil der Nachrichten ist einfach negativ und ihr zieht euch da so viel negative Energie rein und es ist kein Wunder, dass so viele Menschen einfach ständig negativ gestimmt sind, wenn sie sich jeden Tag die Tagesschau angucken. Klar, ihr müsst euch natürlich auch ein bisschen informieren, aber ich bin der Meinung, die wichtigen Dinge, die ich wirklich erfahren muss, die erfahre ich so oder so. Und es war auch jedes Mal so, dass ich sie trotzdem erfahren habe und mitreden konnte, ohne dass ich jeden Tag die Nachrichten schauen muss. Punkt Nummer 3 ist ein bisschen ähnlich wie Punkt Nummer 1. Das ist so, wird so Punkt Nummer 1 ist mehr so, dir wird das Wissen in den Kopf gesetzt und worauf du dich konzentrieren sollst, wird dir vorgegeben. Ne? Und das möchte ich halt selber entscheiden. Aber Punkt Nummer 3 ist nochmal ein bisschen anders. Sondern es wird dir mehr vorgegeben, was für dich gerade wichtig ist. Sagen wir mal, Dieselskandal. Du fährst einen Diesel, also ist das jetzt wichtig für dich. Es wird für dich entschieden, dass das wichtig ist. Auch wenn das jetzt in der aktuellen Lage, ich fahre immer noch einen Diesel, überhaupt keine Auswirkungen auf dein Leben hat. Null einfach. Klar, es gibt schon ein paar Städte, da ist das Dieselfahrverbot, aber ich habe einen Freund, der war letztens auch in Stuttgart und der hatte mir auch gesagt, es ist überhaupt nicht so wild gewesen, wie das alles so publik gemacht wird. Also ich will weder andere darüber entscheiden lassen, worauf ich mich konzentriere, noch was für mich wichtig ist. Und deswegen halte ich mich fern davon. Ja, und nicht nur auf dem Fernseher habt ihr ständig News, sondern auch auf eurem Smartphone. Und da müsst ihr genauso gut aufpassen. Wenn ihr ständig auf eurem Smartphone unterwegs seid, entfernt die ganzen Nachrichten-Apps. Ihr braucht diese Nachrichten-Apps dann nicht. Und auch bei Facebook, Instagram und so weiter geht da sehr, sehr dosiert mit um. Auf Instagram habt ihr gar nicht so viel News jetzt, aber auf Facebook zum Beispiel habt ihr ständig News. Oder sogar auf YouTube, als es mit der Politik hier so mit den Wahlen rumging, alles war voll mit Politik. Egal, ob ich mir darüber ein Video angeschaut habe oder nicht und ob das YouTube dann auf meine Startseite gerankt hat oder nicht, es war trotzdem einfach auf meiner Startseite und YouTube hat auch für mich entschieden, das ist jetzt wichtig für mich. Also passt da einfach auf, nicht nur im Fernsehen, sondern passt auch auf mit den sozialen Medien und guckt, dass ihr selber noch entscheiden könnt,
was für euch relevant ist, was ihr euch anschauen wollt wirklich, ob ihr wirklich danach sucht oder ob euch das einfach nur irgendwie vorgeschlagen wird. Ob es jetzt in eurem Feed ist oder ob es auf eurer YouTube-Startseite ist, achtet darauf, dass ihr da nicht fremdbestimmt werdet, sondern dass ihr immer noch frei entscheiden könnt. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen inspirieren. Lasst mir gerne ein Abo da. Ich hoffe, wir knacken bald die 1000 Abos endlich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.